Ich bin Sebastian Fleiter, das wisst ihr schon. Und diese Dia-Show müsste eigentlich automatisch ablaufen. Ich möchte eine kleine Tour mit Ihnen veranstalten. Es geht hier um das Bewusstsein. Es geht darum, dass man ein Thema nimmt und sich darauf fokussiert, ein Thema, das die heutige Gesellschaft, wie wir wissen, antreibt, nämlich der Strom, die Elektrizität, ein physikalisches Phänomen, wovon die allerwenigsten etwas verstehen. Und das ist natürlich keine gute Grundlage. Die meisten von uns, wie ich, wissen, es gibt beim Strom ein Plus und ein Minus und irgendwas läuft dazwischen und damit kann ich meine Geräte antreiben. Mehr weiß man nicht und das ist nicht sehr viel Wissen, wenn man davon ausgeht, dass wir davon abhängig sind. Als der Strom im 18. Jahrhundert angefangen hat, hier schlägt was im Hintergrund wie ein Metronom, damit ich schneller rede. Als der Strom also entdeckt wurde, eigentlich wurde es schon viel eher entdeckt, aber als man entdeckte, dass man damit etwas anfangen kann, haben die Leute angefangen, damit zu spielen. Sie haben es nicht verstanden und zu den ersten Versuchen gehörte dieses. Man hat eine Frau auf einem Podest und sie wurde elektrisch aufgeladen und wenn sie jemanden gegrüßt hat, dann fliegen die Funken. Das gehörte zu den ersten Versuchen, wurde in verschiedenen Ländern durchgeführt und es gab auch andere Versuche. Alles sehr spielerisch. Es hat den Menschen gut gefallen. Das aus dem frühen 16. Jahrhundert, dieses Bild, es handelt sich um ein Musikfest, wie wir heute früh gehört haben. Die Menschen kommen zusammen, sie trinken viel, sie essen viel, sie hören Musik und dann liegen sie ein bisschen herum und haben Spaß. Eine ganz lockere Atmosphäre, wo man alles Alltägliche vergessen kann. Heute ist es nicht so ganz anders. Die Menschen sehen vielleicht ein bisschen anders aus, das heißt die Kleidung zumindest, aber das Milieu ist ähnlich. Man fährt hin, um den Alltag zu vergessen. Wenn wir von Musikfestivals reden, dann haben wir Backen Open Air hier in Norddeutschland. 5 Tage lang. Es ist riesig, als ob eine kleine Stadt für 80.000 Einwohner für einige Tage eingerichtet würde. Und wenn man das ökologisch steuern will, wenn das nachhaltig werden soll, müsste man im Grunde genommen das Ganze abblasen und gar nicht durchführen, denn für die Unterhaltung, ja, da ist es eigentlich gar keine Alternative, denn der Mensch möchte immer Spaß haben. Das werde ich jetzt überspringen, das sind nur Zahlen. Heutzutage, wenn man vor der Hauptbühne steht und sich die Bands anschaut, die da spielen, kann man sie kaum sehen, denn die Menschen haben alle ihre Handys und wollen Fotos machen oder iPhones und die hinteren Reihen können dann nichts mehr sehen, nur die Handys. Die hochgehalten werden. Und dieses Paradieschen, dieser Garten, wird plötzlich durch eine kleine Ikone ausgehöhlt. Wenn man ein paar Tage lang Facebook macht und twittert und Fotos macht und so weiter und das Gerät macht nicht mehr mit. Dann in einer solchen provisorischen Stadt von 80.000 Menschen ist keine Steckdose zu finden. Die Smartphones sind ja recht neu. Sonst hat man immer jeden Sonntag ein bisschen aufgeladen und jetzt gibt es diese Geräte, die viel Strom schlucken. Und die Eventwirtschaft hat nicht so richtig darauf reagiert. Die Steckdosen sind einfach nicht vorhanden. Die Leute laufen rum, haben in der einen Hand ein Handy und in der anderen ein Programm und sagen sich, ach, ich werde jetzt die Musik verpassen, aber ich muss unbedingt aufladen. Was mache ich denn da? Und diese paradiesische Landschaft entpuppt sich als Wüste. Kein Strom, nichts,
nur du und deinem, mit deinem leeren Gerät. Und dann betet man schon die Götter an und sagt, Gott, wenn du mir nur eine Steckdose schicken würdest, würde ich das mit dem Rauchen aufhören. Irgendwas. Alles verspreche ich dir. Ich habe mir diese Situation angeschaut. Ich habe das kennengelernt. Am zweiten Tag hatte ich keinen Strom für mein Handy und habe mir gesagt, ich bin bestimmt nicht der einzige Mensch hier unter den 80.000, die dieses Problem erkennt. Es muss also eine Lösung geben. Man braucht eine Stromquelle für solche Veranstaltungen, damit die Besucher diese Möglichkeit bekommen. Und deswegen haben wir dieses entwickelt, das elektrische Hotel. Ich sage immer noch Prototyp dazu. Wir haben 2011 gebaut und wir fahren ständig damit herum. Im Grunde genommen ist es ein alter amerikanischer Trailer aus den 60er Jahren. Wir haben es ihn entkernt, haben eine Windturbine, wir haben auch Solarenergie, Photovoltaik, das ist auch auf der anderen Seite so. Es ist ein Hotel, das steht auf dem Festgelände und die Leute können da hinkommen und ihre Handys aufladen lassen. Das ist also der Empfang. Man braucht nichts weiter als sein Handy zu übergeben und es wird aufgeladen. Da ist unsere Carol, sie macht genau das. Da wieder ein paar Zahlen. Das elektrische Hotel ist nicht einfach eine Stromquelle für Handys. Es gehört etwas mehr dazu. Ich habe als Bühnenbildner und bildende Künstler gelernt und wir versuchen, das als Anziehpunkt anzubieten. Es geht nicht nur darum, dass die Handys aufgeladen werden, sondern wir wollen auch, dass die Menschen sich für den Strom interessieren. Und das machen wir auch so. Das ist ein anderer Abschnitt und das hat man gerade noch gehört. Es geht nicht darum, mit dem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ach böse, sondern dass man den Leuten eine Möglichkeit gibt, die sie sonst nicht haben, in unserem Fall Strom erzeugen. Also das elektrische Hotel hier als Hauptanziehungspunkt. Aber inzwischen haben wir viele andere Aggregate und Module entwickelt, um Strom anzubieten oder zu verwenden. Zum Beispiel, man kann auf diesem Fahrrad sitzen. Das ist auch eine gesellige Möglichkeit. Einer sitzt auf dem Fahrrad und ungefähr 20 Leute können daraus ihre Handys aufladen. Und der Mensch, der im Mittelpunkt sitzt, wird von allen beobachtet. Und alle können erkennen, wo der Strom herkommt, durch die Arbeit dieses Menschen. Es gibt auch mobile Wasseranlagen. Hier wird das Wasser nach oben gepumpt in den Container durch diese alten Löschpumpen aus 1875. Das Wasser wird also nach oben getrieben und dann wird es losgelassen und stürzt über diese Turbine nach unten. So wird ein bisschen Strom erzeugt und das reicht, um drei Handys aufzuladen. Es geht hier nicht um die physikalische Effizienz, sondern eher um die gesellschaftliche Effizienz, wie ich das gerne nenne. Es geht darum, die Menschen zu erreichen. Es geht nicht darum, jedes Wattchen auszuquetschen, sondern dass die Menschen sich annähern und verstehen, dass es nicht unbedingt perfekt ablaufen muss, sondern dass es auch unterhaltsam sein kann. Und wenn Sie anfangen zu verstehen, wie das läuft, dann ist es wie bei den Erneuerbaren. Wenn man viel Energie speichern möchte, kann man das nur machen, indem man Wasser nach oben pumpt, in einen See, bergauf und dann in dem Moment, wo man den Strom braucht, lässt man das Wasser wieder nach unten laufen. Das ist auch eine große Pumpe. Wenn man diese Idee hat, Strom erzeugen, mobil, vor Ort,
dann ist das natürlich keine Möglichkeit. Man kann nicht einfach auf dem Fahrrad sitzen und das ganze Haus beleuchten oder ein Kühlaggregat und erst recht kein Mercedes. Aber man hat diese kleinen Geräte wie die Handys, die kleinen Lampen, diese Niedrigverbrauchsgeräte. Der Schritt von einem Musikfestival, und hier handelt es sich nicht um ein Musikfestival, sondern um ein Flüchtlingslager in Südsudan, dieser Schritt ist nicht groß. Es geht darum, dass man im kleinen Maßstab Strom zur Verfügung stellt. Nicht unbedingt abhängig von Sonne oder Wind. Und die Strommenge, die man braucht, um diese kleinen mobilen Geräte anzutreiben, ist ja nicht viel. Das kann man auch oft durch die eigenen Muskeln erreichen. So reisen wir herum. Das ist auch ein alter Löschfeuerzug aus den vergangenen Jahrzehnten. Wir haben also nichts hier gebaut. Wir haben einen alten Trailer, ein altes Auto und das Einzige, was hier neu ist, sind unsere Stromeinrichtungen. Das ist alles ganz aktuell. Und das ist mein letztes Bild als Zusammenfassung sozusagen. Wir versuchen, etwas zu verkaufen, ohne zu verkaufen. Wir versuchen einfach, das Interesse zu wecken. Wir haben eine Veranstaltung und versuchen, die Leute dahin zu locken, damit sie beobachten können, wie Strom erzeugt wird und besser verstehen, was sind denn das für Zeichen, diese Plus und Minus. Ich bedanke mich.